willkommen beim neuen Video bei BMW Motorsport. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Wir haben ein bisschen doofes Wetter, es nieselt ein bisschen. Das Fahrzeug ist kaputt. Was machst du auf dem Boden? Nein, das ist es nicht. Ja, wir haben ja gesagt, wir zeigen euch mehr Kundenautos. Passiert auch heute. Wir haben heute den Gianluca hier. Manche Leute kennen ihn, kommt von Liquid Elements. Wir machen ja sehr viel mit Liquid Elements. Könnt ihr bei uns bestellen. Beste Reinigungsmittel ever. Und ja, er hat heute sein Evo mitgebracht. Super schönes Auto, war ewig sein Traumauto. Vorher hatte er ein Opel Astra. Ja, OPC gehabt. Genau, OPC, lange ist her. Und ja, jetzt hat er sich seinen Traum erfüllt. Ein Evo 9 hat er sich gegönnt. Ja, am besten erzählst du mal ein bisschen was zu deinem Fahrzeug, was überhaupt passiert ist. Wo hast du das Ding her? Was ist damit gewesen? Was hast du umgebaut? Sehr, sehr gerne. Ja, ist ein Mitsubishi Evolution 9 MR. Amerika-Import, also der kommt aus den Staaten, genau genommen aus New York kommt der tatsächlich. Gekauft habe ich den hier in Deutschland, aus Berlin-Kreuzberg, in einem sehr rabiaten, schlechten Zustand. Wup, Kreuzberg! ja, hast du dich wohlgefühlt, als du ihn abgeholt hast? Super. Ja, toll. Vor allem, weil der Vorbesitzer schon gesagt hat, du wolltest kaufen mein Auto. War sehr, sehr geil an. Ist ja auch nicht so weit, also war auch nicht so weiter tragisch. Ja, was habe ich alles an dem Auto gemacht? Das Auto war leider in einem sehr, sehr schlechten Zustand vom Lack her. Der hat, denke ich mal, von einem Neider oder Hater einen Schlüssel gekriegt. Also der hat einmal wirklich einen richtig tiefen Kratzer am Seitenteil gehabt. Die Haube war eingedrückt, am Kotflügel war wie so ein Eintritt drin gehabt und ganz, ganz schlimm gewesen. Ich konnte zum Glück so handeln, dass ich die Lackierung raus hatte und die Karosseriearbeiten. Mhm. Also Lack wurde einmal komplett neu gemacht, wurde komplett neu lackiert. Ein paar schwarze Akzente wie die Haubenhutze, die Umrandung von Mitsubishi-Emblem, Spiegelkappen, das wurde alles in Schwarzglanz lackiert. Ja, zu den Modifikationen würde ich sagen, fangen wir auch hier vorne an. Wir haben, also beziehungsweise ich habe da eine Cusco-Strebe eingebaut, beziehungsweise mein Schrauber, der Dennis, der alles an dem Auto bis jetzt gemacht hat. Ich bin leider sehr, sehr unbegabt in Sachen Schrauben, okay, deswegen lasse ich das machen. Kann man jetzt sagen, du bist kein richtiger Car-Guy oder sowas, aber ich lasse es dann lieber vernünftig machen, bevor es dann irgendwie zusammengebricht. Gibt es ja viele in der Szene, die dann aber auch erzählen, sie würden es selber machen, aber lassen es dann machen. Ja, das sind die Besten. Ja, aber ich bin da ehrlich und sage dann, dass ich das machen lassen habe. Ja, dann habe ich die US-Scheinwerfer eingebaut, weil wenn es schon ein US-Fahrzeug ist, kommen auch US-Scheinwerfer rein. Vorher waren Chrom-Scheinwerfer drin, jetzt halt mit US-Standlicht ist halt so eine Grauzone, darf man es nicht. Mhm. Dann eine originale Carbon-Rally-Art-Lippe, dann die besagten Carbon-Ducts, was ich vorhin sagte, die wurden vor kurzem eingebaut, beziehungsweise wurden auch vernietet, hat ein bisschen wehgetan, weil das Auto halt neu lackiert ist. Aber war eine gute Entscheidung, weil mir gefällt es extrem gut. Ja, vorne finde ich auch, also passt auch mit der Lippe ganz gut. Am Vorderwagen ist halt komplett Steinschlagschutzfolie von einem Bekannten von uns, von dem Engine von Enjoy Fahrzeugverlierung. Danke nochmal dafür für diese mega geile Arbeit. Sprich Haube, Frontstoßstange, Kotflügel und die Spiegelkappen, die sind alle mit Steinschlagschutz bezogen. Zum Seitenprofil her, es ist ein Bilstein B14 Gewindefahrwerk eingebaut. Auch so von der Tiefe her eingetragen alles. Die Bremsen wurden komplett neu lackiert von einem Bekannten von mir. Von der Dodge Viper das Rot. Finde ich ganz cool, also sticht noch mal ein bisschen mehr raus. Die Felgen sind NK RCT4, das sind originale Rallye-Felgen, bekommt man ganz, ganz schwer und ganz, ganz selten. Viele denken, dass das eine OZ Super Turismo ist, eine Super Turismo Dakar oder wie die heißt. Die Carbon-Seitenschweller, die verbaut sind, die habe ich tatsächlich geschenkt bekommen von einer besonderen Person und habe mich sehr darüber gefreut. Deswegen umso schöner, dass sie jetzt endlich Platz an dem Auto gefunden haben. Ja, dann Kleinigkeiten wie Blinker anstatt Chrom in Wagenfarbe mehr oder weniger. Der ist original? Der ist original. Das ist tatsächlich ein originaler Evo 9 Spoiler. Ist halt immer so ein Thema mit Polizei etc. Deswegen habe ich extra... Damit ihr mal seht, wie groß das ist, ne? Ein iPhone. Deswegen, ich habe da extra von Mitsubishi mir eine Broschüre besorgt, dass man das sieht, dass der Spoiler original ist, dass ich es nachweisen kann. Weil das glaubt dir sonst keiner. Also was heißt glaubt keiner? Viele kennen ja japanische Fahrzeuge, dass sie auch dazu, dafür bekannt sind, dass sie große Spoiler fahren. Und ja, aber trotzdem, man hat Polizisten, die kennen das, die Polizisten, die kennen es halt nicht. Deswegen immer auf Nummer sicher gehen. Ja, im Heckbereich habe ich den großen Schriftzug vom Evo drauf gemacht. Gefällt mir persönlich ganz gut, weil die amerikanischen haben eigentlich immer nur hier unten ganz, ganz kleinen Evolution MR stehen. Ich finde den großen einfach ein bisschen schöner. Sieht halt auch ein bisschen ausgefüllter aus. Evo 7 Japan-Rückleuchten sind das.
sind komplett rot-weiß, finde ich, passt zum Konzept ganz, ganz gut. Die Kennzeichenmulde hinten haben wir in Carbon nachgebaut. Grüße gehen an meinen Lackierer auf jeden Fall raus für diese geile Arbeit und auch für diese geile Idee, weil er kam da drauf. Weil der Vorbesitzer oder die Vorbesitzer haben so viele Löcher dahinter gemacht, da hat er gesagt, boah, das wird zumachen, das wird, boah, dauert zu lange und ja, also was heißt dauert zu lange, wäre zu viel Aufwand, da hat er gesagt, ja, ich habe eine geilere Idee, lass dich überraschen. Und dann kam das zustande. Ja. Super geil, ja, wie es einem Japaner natürlich würdig ist, muss auch ein passendes Intro runter sein. Ja, ist eine HKS Super Dragger, originale Anlage von einem Mitsubishi FQ400. Downpipe ist vom Workshop Number 5 eine Custom Handmade Anlage mit einem 200 Zellen Cut, alles so legal und eingetragen. So, ja, im Innenraum, das originale Evo 9 Lenkrad wurde mit Alcantara bezogen, rote Nähte, rote 12 Uhr Stellung. Es wurde ein CAE Shifter angefertigt, gab für den 6 Gang Evo kein CAE Shifter, nur für den 5 Gang. Und das fand ich ganz cool, dass der Christian von CAE ein Evo 9 gesucht hat, tatsächlich mit einem 6 Gang, dass er halt endlich mal einen anfertigen konnte. Da habe ich gedacht, gut, wenn du möchtest, ich stelle meinen gerne zur Verfügung, dann kannst du dir den mal angucken und beziehungsweise kannst du das Auto angucken und gucken, ob du da was passendes gebaut bekommst. Stühle sind originale Recaros. Ja, Bügel wurde komplett eingeschweißt, also ist jetzt kein Clubsport, wie man es nennt, der verschraubt ist. Also er ist mit Konterplatten verschraubt für den TÜV, aber er ist eigentlich verschweißt. Wurde auch in weiß gepulvert, genau wie die Strebe vorne von Felgentechnik Kuhn, also von einem sehr, sehr guten Freund von mir. Im Innenraum ist bis jetzt leider noch nicht viel passiert, aber es soll auf jeden Fall noch ein bisschen was mit Alcantara und so kommen, aber das zwischen Daumen und Zeigefinger fehlt. Ja, alles man kennt, nach und nach. Man kennt es ja. Ja, jetzt habt ihr soweit ein bisschen was gesehen, was der Gianluca hier für ein schönes Auto hat. Und ich würde sagen, wir setzen uns jetzt erstmal rein, weil jetzt regnet es auch ein bisschen. Oder wir machen jetzt eine kleine Pause, bis es aufhört zu regnen. Und dann drehen wir eine Runde. Würde ich sagen. Klar, ne? Safe. Fahren wir einmal ein bisschen durch die Gegend, zeigen mal, wie das Ding fährt. Gerne. Und dann ja, seht ihr gleich ein paar geile Aufnahmen. 2000 Jahre später. Ja, dann los geht's. Aber es ist ungewohnt, im Japaner zu sitzen und erstmal ein Vierzylinder. Ja, ist krass. Weil die meisten Japaner, mit denen ich sonst unterwegs war, sind immer Sechszylinder gewesen. Ja, RB26, 2JZ, genau. Ich wollte gerade sagen, das sind so die ganzen typischen Japaner-Karren, die man kennt. Klar, so Evo hat ja halt auch irgendwo so ein bisschen seinen Ruf weg. Boah, das hasse ich. Aber ich finde die Dinger ganz cool, ne? Aber die Evos, das finde ich halt geil, die sind halt dafür bekannt, dass sie einen sehr, sehr geilen Vierzylinder haben, der auch ja relativ standfest ist. Ja, gibt es ja auch diesen Krieg, ne? So wie bei VW und Opel, Evo und Subaru im Presa, ja, ne? Ja, genau. Das also, ist ja ganz schlimm bei den beiden, ey. Das ist, muss man halt mögen. Also die einen sagen, ja, Boxerklang und der Boxermotor vom Subaru ist halt deutlich besser. Ja, die einen sagen, nee, der Reihe Vierzylinder vom Evo ist halt geiler. Also ich bin rein Evo Fan seit klein auf. Das ist ja, ich wollte schon sagen, du hast ja den Opel gehabt, den Astra. Genau. Und dann hast du ja immer gesagt, du willst ein Evo haben. Du hast ja immer gesagt, das ist dein Traumauto. Ja, seit ich glaube, seit über 15 Jahren, wenn nicht sogar noch länger. Ja, also das ist jetzt ein Evo 8. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Das ist ein Evo 9 MR. Ah, okay. MR steht für Mitsubishi Racing. Okay. Hat dann halt ein paar andere Gimmicks, wie zum Beispiel der normale GSR. Oder wie der RS zum Beispiel. War aber unbewusst, dass ich mir einen MR gekauft habe. Also was heißt unbewusst? Ich habe nicht bewusst nach einem MR gesucht, sondern ich wollte einfach nur ein Evo haben. Egal, ob es ein GSR oder so gewesen ist, aber ich habe den in Berlin gefunden. Und ja, dann habe ich den halt gesehen bei Kleinanzeigen, beziehungsweise er wurde mir gezeigt. So, ey, guck dir den mal an, vielleicht ist das was für dich. Ja, dann bin ich kurzerhand nach Berlin gefahren mit einem Kollegen. Ja, haben wir uns mal eben. Ja, mal. Das ist doch spontan mal. Aber ich sehe, Kilometerstand, 48 gelaufen. Ja, sind aber Meilen. Ah, okay. Also der hat jetzt 76.000, 77.000 Kilometer. Das ist ja auch nichts, ne? Ist gar nichts. Also ich hatte den mit 37.000 Meilen gekauft. Das waren, ich glaube, 56.000, 57.000 Kilometer. Mhm. Also war wirklich gar nichts gelaufen, aber das Problem war halt, das Auto kam aus Berlin, hier heißt es Kreuzberg oder wie das da hier heißt. Da ist ja so eine Ecke, wo bekannter dafür ist, dass da halt so kriminelle Machenschaften laufen. Finde ich auch krass. In England bekommst du die Evo 9 als FQ-Modelle. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, wofür FQ steht. FQ steht einfach für fucking quick.
Also verdammt schnell. Okay. Das finde ich halt richtig geil von den Engländern. Und da kriegst du die mit 320 PS, 360 oder 400 PS. Ach krass. Und das ist die Anlage von dem FQ400. Das heißt, die Abgasanlage, die hier drunter ist, die ist in England Serie. Das heißt, dementsprechend mit dem TÜV null Probleme. Ja. Hier ist alles eingetragen? Alles eingetragen. Krass. Alles eingetragen, restlos und da auch nochmal. Das ist ja bei solchen Autos auch immer schwierig, ne? Ja, da. Japanische Autos, dass sich da Leute spezialisieren drauf. Da sagen ja auch viele, nee, komm, lieber nicht, da lasse ich die Finger weg und so. Ja, da gibt es zum Glück eine Firma, mit der ich ganz cool bin, oder was heißt ganz cool bin, mit denen ich mich gut verstehe. TJ Import. Das kenne ich. Sind super Jungs und die haben mir das auch alles echt ermöglicht. Und die wissen dann halt auch, bis zu welchem Grad die sagen, okay, das können wir eintragen oder okay, das wird dann auch schon so da ein bisschen doch, zu. Da gibt es dann noch welche. MPS haben wir hier in Dünn. Genau, MPS Engineering. Und dann gibt es da noch einen. Also jetzt da war doch der Frankie von Audib war da jetzt gewesen. Das war TJ. Ach, war der bei TJ? Das war bei TJ Imports, genau. Okay, okay. Ja, und... Ist halt aber sonst fährt normal, ne? Ja, also... Kann man daily fahren eigentlich? Kannst du daily fahren, nur der Spritverbrauch, der killt dich. Ehrlich? Also wenn du, sag ich jetzt mal, ja, so wie hier, hier ist ja wirklich wunderschön zu fahren. Du hast ja hier wirklich super Straßen. Ja, ja. Und wenn du jetzt hier wirklich ganze Zeit so sechste Gang 80, 100 fährst, das ist okay, da kommst du so deine 400 Kilometer mit dem Tank. Also, was geht denn hier rein? 50 Liter. 50 Liter Ultimate oder Super Plus halt. Aua. Ja, und wenn er halt, also mein Rekord war bis jetzt, den Tank leer zu fahren in 150 Kilometer. War Tank ratzeleer. Also er war ratzeleer. Aber da hast du dann. Ist natürlich halt auch Rennstreckenbetrieb gewesen, ne? Hast dann auch so ein bisschen Spaß da gehabt. Ne? Alter Vater, ey. Da kommt das wieder ganz klar, ne? Spaß kostet. Hast du ja auch Ansaugung oder sowas gemacht? Oder? Ja, warte. Da hört man halt ganz, ganz leicht. Das ist halt dieser typische JDM-Luftfilter. Ja, ja. Dieser grüne HKS-Pilz, wie man halt bei den viel, flachen, ne? Ja, genau, ja, wie man ja, den halt ja. So oft, öfter mal in so Videos sieht. Ja, ist jetzt halt noch ein anderer Luftfilterkasten, sage ich jetzt mal, der auch einen besseren Airflow hat. Das ist von Simota, eine Carbonansaugung und sieht halt optisch, also wertet den Motorraum nochmal extrem geil auf und ob das jetzt mehr Leistung bringt, weiß ich nicht, aber ich fand's cool. Der Klang ist geil. Ja, das auf jeden Fall. Das ist ganz klar, ne? Viele Sachen macht man ja einfach auch wegen den Geräuschen. Ja, ich hatte vorher einen HKS SSQ4 Blow-Off hier drin gehabt, also dieses typische Fast and the Furious Blow-Off. Super geil, hat sich sahnemäßig angehört, aber es war halt illegal. Und nach dem Schaltvorgang hast du wieder weniger Leistung. Richtig, ne? Weil er halt wirklich einmal aus dem ganzen, sag ich jetzt mal, aus dem ganzen Ladedruckbetrieb einmal alles raushämmert. Genau. Aber ich habe gesagt, das ist illegal, wurde ich aber auch des Besseren belehrt. Man kriegt ein offenes Blow-Off eingetragen, was ich nicht wusste. Kriegt man. Da musst du halt mit einem Öl-Catch-Can fahren, das, weil die offenen Blow-Offs sind ja, ja, das können ja Öldämpfer abgeben und ja, Umwelt. Wenn das mit einem Öl-Catch-Can in der Verbindung fährst und dann, es gibt halt diverse Blow-Off-Marken, da kannst du einstellen, wie laut das ist. Es ist einfach geil, also jeder, der autoaffin ist und wirklich Hauptthema oder Haupthobby Auto hat, der liebt einfach die Klänge von einem Blow-Off. Ja. Ist einfach so, weil das ist einfach direkt Kindheit, Fast and Furious, Need for Speed und das verbindet man sofort damit und das finde ich selber so geil. Aber ich habe es erstmal ausgebaut, weil ich halt nicht wusste, darf man es nicht und da man generell mit japanischen Fahrzeugen, ja, sag ich jetzt mal, schon ein etwas anderes Erscheinungsbild hat, wie, sag ich jetzt mal, klar, ein schön gemachter Golf oder ein schön gemachter BMW etc. Sind auch Autos, das fährt der Polizei auch auf, aber ich sag jetzt mal bei einem Subaru, Mitsubishi oder auch bei einer Supra oder sowas, also beim Toyota, die haben halt alle schon Theken drauf. Ja, und das Problem ist, dass man die nicht alltäglich im Straßenverkehr sieht. Richtig. Ne? Das ist jetzt nicht wie so ein Golf oder wie so ein, was weiß ich, Astra oder Corsa oder sowas. Ne? Jetzt laufen hier auch gerade wieder Leute vorbei, gucken auch schon wieder. das ist krass, ne, mit so einem Auto. Also, was halt echt kernasozial ist, ist die Kupplung. Also ist jetzt halt keine Sinta, wie man die kennt. Was hast du denn, so eine Zweischeibengeschichte? Nee, ich habe eine Carbon Kevlar. Also eine Carbon Kevlar ist verbaut von Competition Clutch. Mhm. Ist eine Stage 2, kann bis zu 600 oder 700 Newtonmeter. Ja, okay, das ist dann schon ein bisschen fester dann. Genau. Pedal auch fester, oder? Ja, ja. Okay. Also wenn du den
Kacke setzt. Ich kann dir den Vergleich halt nicht zeigen. Also, hätte es das vorher gehabt, das war wirklich wie ein Serienauto. Du hast reingetreten, hast einen etwas festeren Druckpunkt gehabt, das war es dann aber auch. Und hier hast du das halt, du hast so einen ganz, ganz kleinen Grat. Mhm. Ja, manchmal kriegt man das hin, dass man normal anfährt, aber in der Regel fährst du an wie der größte Hornochse, wo die Leute dich schon angucken. Was hat der für ein Angeber? Das ist gar nicht so meins. Fährst du einen Einmassenschwungrad oder zwei Massen? Der hat tatsächlich Serie schon Einmassen. Ah, okay. Aber es ist jetzt ein leichteres drin, das wiegt, glaube ich, 3,3 Kilo, 3,4 Kilo, auch von Competition Clutch, da habe ich direkt halt so ein Package gekauft, weil ich halt wusste, okay, irgendwann mal möchtest du halt auch mal ein bisschen mehr Leistung vielleicht fahren, dann kannst du halt schon mal ein bisschen vorbeugen, weil ich muss das eh neu machen. Ja, klar, dann bietet sich ja sowas an, ne? Genau. Sage ich auch den Kunden von uns immer, wenn die irgendwas getauscht haben müssen, ja, ich würde gerne Dämpfer tauschen oder was, ne, weil wir machen ja auch viel Servicearbeiten, dann sage ich, ey, dann holt ihr gleich ein ganzes Gewindefahrwerk. Da hast du erstmal alles neu, ne? Du hast direkt das Auto ein bisschen tiefer und das fährt sich deutlich besser. Es bietet sich halt immer an, wenn du irgendwas schon reparierst, kannst du gleich ein Upgrade machen. Ja, das vor allem, wenn du das Auto behalten willst. Ja. Und ich denke, du bist da wie ich, du hast jetzt dein Auto gefunden. Ja, safe. Du willst es nicht mehr abgeben. Nee, also der bleibt wirklich so lange, wie ich ihn halten kann. Und weil, ich meine, klar, das verlockt halt schon extrem. Also wenn man sich die JDM-Preise anguckt, also sage ich jetzt mal von diesem wirklich bekannten, typischen japanischen Fahrzeugen, wie zum Beispiel, wie gesagt, Supra, Skyline, das ist egal, 32er, 33er, Nissan Silvia, S13, S14, S15, Evo und so weiter und so fort, die Preise steigen halt extrem. Ja, volle Pulle. Und dann fängt das schon an, in den Fingern zu kribbeln, so, boah, wenn du das verkaufst, dann könntest du das vielleicht kaufen. Aber diesen Gedankengang habe ich im Endeffekt gar nicht, weil das Auto gibt mir halt viel zu viel. Ja, ja, du wolltest auch ewig haben. Richtig, ich habe da, also, überleg dir erstmal, wo ich den Opel bekommen habe, das war vor 8 Jahren. Also vor 8 Jahren habe ich den Opel gekauft. Ich hatte den Astra, glaube ich, 3 Jahre gehabt, hatte den dann auch so weit, dass ich sage, okay, cool, das ist ein schönes Auto, auch ein bisschen Leistung gemacht und ein bisschen Optik, ein bisschen Track-Tool-mäßig was, auch was gemacht, dass du halt auch im Kurven Spaß haben kannst. Mhm. Ja, was ich aber sagen muss, mir hat der in Rot mit den goldenen Felgen am besten gefallen. Sagen sehr, sehr viele. Oder auch mit dem Coca-Loca-Schriftzug. Ja, das fanden auch sehr, sehr viele cool. Ich fand es am Ende halt stimmiger, weil das Problem war, wo ich den grün foliert lassen habe, da hatte ich goldene Felgen, gelbe Bremse, roten Käfig drin gehabt. Also das sah aus wie gefühlt ein Harlequin, weißt du? Und das fand ich gar nicht gut. Ja, und dann halt ein bisschen weiter modifiziert, den Bügel dann schön gepulvert und jegliche Kleinigkeiten auch gemacht. Wurde dann in grün mit den, da hatte ich die JR11 drauf gehabt von Japan Racing. Ja. Fand ich super. Also das war für mich, wo ich sagte, okay, das war für mich die maximale Endstufe für mich selber. Mhm. Hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich halt wieder einen engen Kontakt zu einem Bekannten bekommen, der einen M3 E92 als Tracktool fährt. Ah, okay. Und der fährt sau viel auf der Nordschleife und er hat gesagt, ja, du musst mal mitkommen und so. Und dann bin ich halt mal bei ihm mitgefahren. Du meinst gesagt, aber nicht André? Nee. Nee, der hat einen M4 gehabt. Kim Giersiepen heißt der Junge. Okay. Super talentierter Fahrer. Grüße gehen raus, falls du es siehst. super talentierter Fahrer. Auch sein Papa, super geil. Also das ist wirklich ein Vater-Sohn-Gespann, wie man es sich wünscht. Das ist super geil. Und wo er mich dann mitgenommen hat, da hat es mich gepackt. Da habe ich gesagt, ist alles klar, ich habe Bock, Nordschleife zu fahren, ich will da auch drauf. Ja, und dann halt auch auf dem Opel dann Semis drauf gemacht, andere Räder und Gurte rein. Und ja, aber das Problem war, dann kam halt ein Schlag nach dem anderen, Turboschaden gab, Kupplung kaputt. Da war doch irgendwas mit Antriebswelle bei dir, 150 Mal ungefähr, oder? Antriebswelle war ein ganz, ganz böses Thema, weil der Astra, wenn du den extrem tiefer legst, was heißt extrem? Meiner war jetzt nicht extrem tief, aber halt mit dem Gewindefahrwerk gut runtergegangen. Dann neigt sich die Antriebswelle so stark, dass die Gelenke kaputt gehen. Ah, okay. Und irgendwann mal habe ich dann durch einen Bekannten herausgefunden, ja, hier von SKF kriegst du andere Gelenke, die sind verstärkt. Hat auch super gehalten. Jetzt ist das Lustige, eine Freundin von mir hat das Auto gekauft, die kommt aus Hildesheim. Ja. Und der Astra steht jetzt beim Antriebswellenschlag wieder in der Werkstatt. Scheiße, das kann doch nicht wahr sein, ey. Ja. Das ist schon geil. Alles klar. Alles klar.
nervt echt extrem nach einer Zeit, muss ich sagen. Ja. Ich bin gar kein Fan von der Schubabschaltung eigentlich. Hört euch das an. Ihr wollt immer alle eine Schubabschaltung. Ey. Alle rufen an, Schubabschaltung. Ich möchte das. Ey, ich schwöre es euch. Ich meinte, es ist cool, so wie jetzt, wenn man da so ein bisschen Spaß mit haben kann. Alles geil, alles super, alles schick, alles schön. Aber glaubt es mir, wenn ihr längere Strecken fahrt und ihr könnt das nicht umswitchen oder sowas, ne? Ey, das Geballer geht euch auf den Sack. Das ist kein Scheiß, ehrlich. Das geht dir irgendwann mal so auf den Sack. Voll. Das Gute ist halt, bis 2,5 passiert nichts. Ja. Also wenn du entspannt durch Stadt fährst. Ich habe meinen M6 gefahren, F12er Modell. Okay. 720 PS, Downpipes ohne Cut hier links. Mhm. Downpipes ohne Cut und dann Schubabschaltung programmiert. Auch ab 3000, fahr da mal Autobahn. Boah, wenn du schneller als 150 fährst, kommst du über diese Drehzahl und dann hörst du den Ram, bam, 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 bam. Das war immer furchtbar, ey. Dann konntest du immer nur fahren wie so ein, ja, wie eine Schnarchnase. Ja, jetzt habt ihr ein paar geile Bilder von dem Auto gesehen, habt einen kleinen Eindruck gekriegt. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Kommen. Danke, dass ich vorbeikommen durfte. Übrigens, der Junge hat heute Geburtstag. Wir haben heute Sonntag. Freitag. Ach, wir haben Freitag. Für euch ist Sonntag, glaube ich. Wir haben heute Freitag den 11. Den 11.2. Also der Junge hat heute Geburtstag, wer hat es gewonnen? 26. Wäre ich auch noch mal gerne. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ist ein geiles Auto. Vielen, vielen Dank. Wahnsinn. Und ich habe gerade schon gesagt, im Rückspiegel, wo wir gerade hier zur Location gefahren sind, Wahnsinn, also wirklich, wirklich cool. Und ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, generell von irgendwelchen Fahrzeugen, von Freunden, von Bekannten, schreibt es in die Kommentare, drückt die Glocke und abonniert den Channel. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.